Moin Moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer weiteren Runde Minecraft Ender Games auf dem GommaHD.net Server. Und zwar spielen wir hier heute mal wieder mit meinem Lieblingskit und zwar dem sehr geehrten, netten und immer freundlichen Känguru. Und irgendwie sind bei mir die Kisten gerade unsichtbar. Ich weiß gerade nicht unbedingt, was da los ist für ein Bug, aber wir klicken. Das ist richtig doof. Die Kisten sind unsichtbar. Doch, wir sehen sie hier wenigstens. Ich dachte schon, wir sehen sie überhaupt nicht mehr. So. Bitte eine Waffe, bitte Waffe. Ja, danke, das ist eine sichere Waffe und das ist dann gut. Weil ich habe irgendwie Angst, dass ich hier jetzt irgendwie nur 50% der Kisten sehe. Und wenn ich die nur sehe, dann wird das schwer mit einem Schwert. Deswegen ist es ganz gut, dass wir es jetzt schon direkt am Anfang bekommen haben. Wir holen uns jetzt auch direkt Holz, weil die anderen Leute brauchen anscheinend noch ein wenig, um hier rüber zu kommen. Ich habe gerade eben aus Versehen einmal die Maustaste losgelassen, deswegen, das hat nicht gebackt. Und da sehen wir schon die nächste Kiste. Nice, 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 nice. So, da haben wir hier noch eine Kiste. Schick mit einer Enderperle und oh, ich hätte gerne jetzt noch eine Kiste, damit wir uns wenigstens schon mal ein Dingsenschwert machen können. Eine Dingsensbrustplatte, eine Eisenbrustplatte. Da haben wir noch eine Kiste. So, und Eisen. Ein Eisen. Na bravo, ein Eisen bringt uns jetzt auch nicht unbedingt weiter. So, du kannst mal weglaufen, mein Freund. Machen wir jetzt erstmal ein schickes Schwert, eine Brustplatte und Co. So, einmal erstmal ein schickes Schwertchen. Dann machen wir uns eine Brustplatte. Platte und dann fehlt uns nur noch eine schicke Hose. So, dann sind wir eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Und wenn wir denn unser Eisenschwert auch noch verzaubern, dann ist es sowieso besser als das andere. Jetzt muss ich erstmal hier den Tracker schnell einmal reinnehmen. Da haben wir. Oh, oh mein Gott! Die haben mich doch sowas von getargetet. Das war sowas von Team, oder? Also, das war ja mal ganz komisch, die beiden Leute daran eben. So, der eine ist ins Wasser geflüchtet und der andere, da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber die waren ja. Die kam mir echt vor wie ein Team, muss ich ganz ehrlich sagen, das kam mir echt vor wie ein Team, aber die verfolgen sich jetzt doch. Also war es doch kein Team, aber es kam mir mega, mega, mega so vor. Und ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht unbedingt ins Wasser gehen mit dem Känguru-Kit. Weil im Wasser bringt das Känguru-Kit überhaupt nichts. Und das heißt, ich gehe jetzt einfach erstmal hier entlang und suche meinen nächsten Gegner. Da 36 Blöcke, den haben wir doch gleich schon. Den haben wir doch gleich schon, 34 Blöcke. Okay, der ist da jetzt einmal durchs Wasser durch. Oh, ich will so weit wie möglich rüber. So, er hat irgendeinen Trank in sich. Und der kämpft gerade gegen den anderen. So. Alter, warum hittet er mich von da? Und ich wurde weggepottet. So, wo ist der nächste Gegner? Wo ist der nächste Gegner? Einmal schnell hier Übersicht checken und dann kann es weitergehen. Und den hätte ich auch locker bekommen müssen. So, das heißt, wir haben jetzt... Oh, wir haben unsere Dingsens vergessen. Unsere Workbench haben wir da vergessen. Ich nehme die normal immer mit. Aus dem Grund, dass ich die jetzt noch benutzen kann. Aber... Oh mein, ich kann fliegen. Aber ich habe sie irgendwie... Zuletzt vergessen. Schaffen wir den Sprung darüber? No risk, no fun! Oh mein Gott, wir haben keinen Fallschaden bekommen, nicht mal. So, ich will jetzt erstmal hier irgendwie hoch. Lass mich da hoch. So, und dann gehen wir auf die ersten Gegner. Wo haben wir die nächsten? So, da haben wir noch ein paar Sachen. Das bringt uns überhaupt nichts. 72 Blöcke. Okay, ich esse einmal was. Wir holen uns hier nochmal einen Speedbuff mit. Falls unser andere gleich abgelaufen ist, haben wir wenigstens noch hier ein wenig Speed. Ich hoffe, der ist nicht da oben auf dem Turm. Wovor ich gerade ein bisschen Angst habe. So 14 Blöcke, oh mein Gott. Da oben ist so ein scheiß Horse. Das schlimmste Kit, was es gibt. Ganz ehrlich, das ist das schlimmste Kit, was es gibt. Alle auf dieses Horse-Kit. Töte nicht mich, du komisches. So, er holt gleich sein... Oh, ich habe ihn getötet. Ja, nice. So. Oh, hinter mir ist das Gingsens-Kit. Das merke ich schon. So, einmal hier löschen. Nein, ich bin so doof. Ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt wahrscheinlich tot. So, wenn das früh genug bei mir ist, bin ich tot. So, er kommt auch, er kommt auch. Ich muss einmal schnell was essen. Haben wir irgendwie Essen? Ja, wir haben noch so wenig zu essen. Leider habe ich nicht seine Sachen gefunden. Aber da hinten haben wir diesen Speedblock. Ja, okay, wir müssen, wenn wir das schaffen, dann können wir das Vieh vielleicht töten. Das Ungeheuer. So, weil das Ungeheuer hat schon einen ziemlich guten Bogen. Und sobald du einen Flamebogen hast, bist du eigentlich jetzt Oh nein, ich habe auch gerade eine Enderperle geworfen. Aus Versehen. So, gucken wir mal. 200 Blöcke, ich werde verrückt und ich habe kein Essen. So, da oben war eine Kiste, da muss Essen drin sein. Da muss Essen drin sein. So, Essen? Nein. Bringt Milch auch Essen? Ich glaube nicht. Wir müssen hier dringend nach Essenssuche gehen. So, da haben wir wenigstens erstmal ein Schwein. So, gib mir Essen. So. Wir sind noch schlecht equipped, muss ich echt sagen. Dafür, dass nur zwei Spieler drin sind, ist unsere Rüstung ziemlich erbärmlich. Das wird ja niemals was. Wir haben diese schlechte Rüstung und sind im Finale. Was geht da ab? Was geht da ab? 191 Blöcke. Was uns jetzt noch retten könnte, wäre ein Trank der Regeneration. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Trank der Regeneration. Wir haben nicht mal Schuhe.
Wir haben nicht mehr Schuhe. Falls es jetzt der Stacker sein sollte, können wir sie einfach hochstacken. Wir können nicht mal sneaken, wenn wir runterfallen. Genial! So, aber wir suchen jetzt einfach uns erstmal Schuhe. Ja, nicht Schuhe, sondern was zu essen. Wir können nicht mal regenerieren. Vielleicht können wir ja irgendwie noch unser Schwert verzaubern. Dann wäre es wenigstens auch, hat es wenigstens auch einen Sinn. So, die Kiste ist hier gerade weggeflogen, glaube ich. Ich glaube, davor stand eine Kiste da, bevor der Teleporter kam. Aber Mann, das sieht jetzt echt schwer aus für mich. So, Essen. Essen ist gut. Essen ist immer gut. Jetzt nicht geportet werden, dann bin ich zufrieden. So, einmal was essen und dann gucke ich vielleicht, sehe ich nochmal die Todesstelle von dem anderen Typen. Aber das sieht jetzt nicht so aus. So, was für ein Kit ist er? Das ist jetzt die Frage. Wenn er auch Känguru-Kit ist, habe ich verloren. Was kann ich denn gegen ihn groß tun? Ich kann hier hoffen, dass ich hier noch irgendwie Regenerationstrag bekomme. Aber das bekomme ich auch nicht. Und denn da ist der. Oh, ich könnte ihn auch versuchen zu überraschen. Ja, mein Gott, ich habe Endergames gewonnen. Oh mein Gott, ich hatte viel schlechteres Equip und gewinne einfach Endergames. Oh mein Gott, und der hat auch noch geblockt. Ich dachte, ich habe niemals eine Chance und dann gewinne ich das einfach so. Ich hoffe, dass euch diese Low-Equip-Runde auch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über ein Like freuen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und schreibt übrigens auch in die Kommentare, was für Spielmodi ihr gerne sehen wollt. Denn ich bin immer so ein bisschen auf euch angewiesen, welche Spielmodi ihr gerne seht und das werde ich dann meistens auch machen. Also bis jetzt bin ich eigentlich immer auf die Wünsche eingegangen. Und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, was für einen Spielmodus ihr gerne sehen wollt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.